Hafenspektrum ist heute in Velbert zu Gast bei der Firma AER. Die Firma AER stellt Verstärkeranlagen für die Musikindustrie her. Unser Gesprächspartner ist heute Andreas Falke. Andreas, Hallo. Kannst du dich unseren Zuschauern mit ein paar kurzen Worten vorstellen, was deine Position hier in der Firma ist? Also ich bin Andreas Falke, bin seit langer Zeit hier in der Firma und bin für den Bereich Marketing und Artists and Relations zuständig. Das so im Groben gesagt. Okay. Die Firma AER ist hier am Standort Velbert. Seit wann gibt es diese Firma? AER gibt es seit ungefähr einem Vierteljahrhundert, vielleicht ein bisschen länger. Und angefangen hat das in Recklinghausen, also auch nicht weit von hier, mit einer Zusammenarbeit zwischen Lakewood Guitars und AER. Da wurde dann der erste Verstärker entwickelt und gebaut. Das ist der, der bei uns steht, der Cube. Und das war damals schon der Referenzverstärker für die Musikindustrie, also für die akustische Musik, Musiker. Ist auch heute noch. Was hat die Firma AER bewogen, von Recklinghausen nach Velbert zu gehen? Weil wir in Velbert alles unter einem Dach machen können. Wir haben die Möglichkeit, hier von dem Circuit, von der Platine, die Bestückung der Platine, sämtliche Double-Checks zu machen. Wir können die Geräte komplett hier unter dem Dach in Velbert bauen, ohne irgendwelche Fremdeinkäufe machen zu müssen. Also bis auf das Gehäuse und die Speaker kommt alles hier, machen wir hier selber. Das ist auch der Grund, warum AER für den Bereich Made in Germany ganz weit vorne ist. So, weil wir alles hier machen. In Recklinghausen müssen wir Sachen zukaufen. Also wir müssen natürlich Sachen hier zukaufen, aber im weitesten, ich sag mal zu 85%, machen wir alles selber hier. Das heißt, hier an dem Standort ist dann die Produktion und die Verwaltung. Genau. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma AER? Wir sind rund 45 Leute. Inklusive Produktion und Verwaltung. Ja, alles zusammen. Mit der ganzen Administration, mit dem Backoffice-Produktion sind wir so zwischen 42 und 45 Leute. Ist das der einzige Standort in Deutschland? Das ist der einzige Standort. Wie ist der Vertrieb? Ist er deutschlandweit oder weltweit? Nee, weltweit. Also, der Vertrieb ist weltweit. Wir haben in allen Ländern der Welt Vertriebsbüros, Vertriebspartner, bis auf so ein paar weiße Flecken. Arabische Emirate sind wir noch nicht und in Indien und Nepal, da sind wir noch nicht, aber da gehen wir auch noch hin. Es gibt auch im Bereich der Verstärkerproduktion garantiert Konkurrenz. Was macht Ihre Produkte so einzigartig? Das ist eine gute Frage. Natürlich gibt es Konkurrenz und einzigartig macht das Produkt oder machen die Verstärker, dass die erstmal hier gebaut werden. Die werden hier nicht nur assembled, also zusammengebaut, sondern die werden hier produziert. Also wir sind, dieser Terminus Made in Germany ist nach wie vor ein ganz wichtiger. Alle Geräte werden wirklich von der Platine bis zum Triple Check, wenn die verpackt werden, verschickt werden, erstmal geprüft und erst dann, wenn alle geprüft haben, wenn dann ein Haken dran ist, dann gehen die auf die Reise. Und das ist einfach so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Ne? Dass wir die Sachen jederzeit, in jeder Situation kontrollieren. Ein Highlight wäre zum Beispiel, dass wir von ganz kleinen Verstärkern angefangen bis zu, hier, da steht unser Compact Mobile, dieses alte Ding, der ist schon 20 Jahre alt, ist wirklich hart im Punkstraßen. Wie sagt man, als Straßenmusiker waren wir unterwegs und der funktioniert immer noch.
Ja. Das ist einfach so dieses Gerät, was da vorne steht. Das ist auch so ein, der sieht wirklich ja hart abgerockt aus, das Teil. Er aber sieht gut macht, benutzt aus. Der ist auch benutzt worden. Gut. Der ist wirklich nicht geschont worden, aber der klingt immer noch. Wir müssen die Akkus neu gemacht werden, aber sonst klingt der noch genau wie bei der ersten Einsatz. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Und dass wir für alle Geräte Taschen haben. Wir haben also, wir kaufen nicht nur die Verstärker als solche, sondern haben, das kann ich hier stehen, haben Taschen dafür, dass wenn einmal einer einen Compact 60 kauft oder XL, ist völlig egal, kriegt er eine Tasche dazu, die sonst bei Konkurrenz immer zwischen 60 und 100 Euro kostet. Und das ist einfach so ein Teil, was dazugehört. Das heißt also, ihr bietet im Prinzip eine kompakte oder komplette Lösung an. Genau.